Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3. Ich hoffe, dass diesmal die Aufnahme besser klappt als die Jahr davor. 18 Sekunden, danach hat es abgebrochen, warum auch immer. Und ich habe trotzdem vergessen, den Timer zu starten. So, jetzt habe ich ihn aber nicht gestartet, auch beim ersten Mal vergessen. Mikrofon ist auch an und wir müssen hier hoch. Okay. Ich glaube, hier waren wir jetzt auch schon gewesen das letzte Mal, bin mir aber jetzt gerade nicht mehr so sicher. Aber ich bin mir nie für irgendwas sicher. Ich glaube, das ist. Ja, hier waren wir gewesen. Autsch! So. Diesmal sogar besser geschafft als das letzte Mal. Ich glaube, wir hatten da kurz vor diesem komischen Ding nach oben. Hat mir geendet. Okay, da lang gehen wir jetzt hier durch. Hier ist nämlich noch mehr. Hahaha. Nee, aber wir hatten ja sozusagen ein ganz, ganz, ganz blödes Ende gehabt beim letzten Mal. Das mich sehr genervt hat eher, weil ich ihn überhaupt eigentlich gar nicht richtig klar kam. Und das wird sich wahrscheinlich jetzt auch nicht gebessert haben. Ja, okay, hier waren wir. Gut, ich habe noch einen Aufzugabsatz gefunden, aber immer noch keine Winde. Alles okay? Bis jetzt schon. Wir sind jetzt beim Käfig. Es ist ziemlich gefährlich hier oben. Ich hoffe, ich finde bald deine Winde. Isaac, sei bitte vorsichtig. Ich will nicht Robert und dich am gleichen Tag verlieren. Danke, Ellie. Ja. Am besten noch Gruppenkuscheln, wa? Nee, ganz ehrlich, das, was jetzt danach kommt. Ich weiß, hier waren wir jetzt doch schon mal gewesen. Ich habe mich jetzt wieder erinnern. Aber, ja. Okay. Übrigens habe ich mal diesen Online-Passcode versucht, ja. War ein Satz mit X, der war schon benutzt. Ja, fünfsprachig. So, jetzt kommt das, was ich am meisten, glaube ich, gehasst hatte, nämlich da hochzukommen, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob das hier schon war. Oder später das mit diesem komischen Hin und Her. Ich glaube, das war hier schon. Naja. Ich mag jetzt schon nicht mehr. Weil ich nicht verstanden habe, wie das funktionieren soll. Ja. Hä? Irgendwie wollte er diesmal nicht so rüber, wie ich das wollte. Warum nicht? Warum hat denn das schon mir jetzt gemacht? Ich verstehe das Teil manchmal überhaupt nicht. Ganz ehrlich nicht. So. Ja, und da kam ich jetzt drüber. Das war das letzte Mal jetzt schon nicht so, dass ich da drüber kam.
Aber irgendwie muss ich ja rüberkommen, oder? Wie verstehe ich denn? Warum? Das verstehe ich jetzt also ganz. Das ist etwas, wo ich jetzt nicht nachvollziehen kann. Wo ich jetzt bis da hoch an die Kante. Dass es funktioniert? Oder wie? So. Ah. Doofes Teil. Ganz ehrlich, doofes Teil. Ja, rutsch auch noch runter. Idiot. Sorry, aber für mich blöd gemacht. Wir sind endlich oben. Und müssen nicht das Ding hier hochziehen. Ich dachte... Sicher den Ort. Ich sehe nicht mal was. Out. Habe ich jetzt gesichert? Wahrscheinlich nicht. Das war jetzt der falsche Knopf. Na. No. Alter. Klick, klick, klick. Ich habe die Winde gefunden und schalte sie jetzt ein. Alle festhalten! Das gefällt mir nicht. Reden Sie mit mir und sehen Sie nicht nach unten. Was kommt als nächstes? Naja... Wir wissen jetzt, dass wir eine Art Schlüssel brauchen, um die Maschine abzuschalten. Die Forscher nannten ihn den Codex. Okay. Und wo ist er? Wir müssen einen herstellen. Und wie machen wir das? Wie sie es vor 200 Jahren gemacht haben. Mit Rosettas Forschungsarbeit. Oh mein Gott! Locker bleiben. Nur eine durchgeknallte Sicherung. Vielleicht kann ich Strom von den Lampen umleiten. Was? Hä? Einmal Lampen ausschütteln. Okay, Lampen ausschießen ist immer nicht. Strom für die Lampen umleiten. Nee, das ist auch nicht. Den Lampen vielleicht? Nein. Ja, das. Dann erzählen Sie mal von dieser Rosetta. Naja, wir wissen nicht viel. Nur, dass der Codex aufgrund Ihrer Forschung hergestellt wurde. Wo finden wir ihn denn? In der Einrichtung an der Spitze dieses Berges. Super. Sehen Sie, wir sind fast fertig.
Oh ja. Komm, räum mir zu viel Zeug aus. War doch gar nicht so schlimm, oder? Beeil dich. Nicht schlimm? Ich habe den ganzen Weg über geweint. Ich will endlich festen Boden unter den Füßen. Ja, das kann mir so arschbleiben. Auf! Geh doch rein! Helfen Sie mir! Scheiße! Es ist zu schwer! Nein, nein, ich hab's! Isaac! Sieh dich vor dem Vieh, bitte! Isaac! Der Vorsprung reicht gleich runter und reißt uns mit ein! Komm an, Sina! Halten Sie die Winde fest! Schatz! Geben Sie mir Ihre Hand! Isaac, dafür ist es zu spät! Ja! Kevin! Nein! Nein! Das ist schon mir so klar gewesen, weil die so ewig lang gebraucht hat. Gott verflucht! Ich hatte sie! Wir wären alle mit runtergerissen worden. Isaac, das Schiff fällt auseinander. Geben Sie mir endlich Ihre Hand, verdammt! Ich hatte es ihr versprochen! Ich hätte sie erreichen können! Hätte ich nur noch eine Sekunde gehabt! Warum sind wir erst da hochgeklettert? Sie ist tot. Ellie. Nein, Isaac, die ganze Felswand rutschte ab. Du hättest sie nicht retten können. Könntet ihr jetzt wieder hochkommen? Ja, ich glaube, es gibt einen Weg über die Seite. Der ist wieder. Oh, ja, hallo, du sollst auch mal was machen. Hey, machen Sie diese Harpunenkanonen mit dem Generator wieder flott. Toll. Ja, hallo, ich will auch was machen können, Mensch. So viel zum Thema, so Seite zu Seite springen, ja? Das macht er nämlich gar nicht. Ja, räum ich nicht mehrmals ab, ich hab Bock mehr auf das Spiel, ehrlich nicht. Ja. Jo, nochmal. Jo, nochmal. Jo, und nochmal. Seid ihr spielen hilft man. Ich hab einen Scheiß gefunden.
Muss ich überhaupt gegen sie kämpfen? Ich weiß gerade gar nicht mehr so wirklich. So ging das Vieh zu kämpfen, ganz ehrlich. Autsch. Jetzt bin ich ja beim Plasma-Cutter gerade, ne? Autsch. Das hieß, also das hieß noch gerade nicht nerven. Tut mir leid, also das haben wir so nervig. Ja. Komm noch ein viertes Mal. Auf. Hau rein. Aber jetzt zurück. Das ist so nervig, das ist so nervig, das ist so nervig. Wiederholen, ich weiß, aber was will ich denn machen? Autsch. Autsch. Und er rennt auch nicht mal wirklich, egal wie traurig ich draufstehe. Ich könnte jetzt wahrscheinlich da mit dem Dreitorn drauf klatschen und das Vieh würde nicht rennen. Ja. Und die Musik wird immer lauter und lauter und lauter. Richtig penetrant für die Musik bald. Ja, und drauf. Weil es so Spaß macht. Also da waren die Gegner vom anderen Teil viel schöner als hier. Das Vieh hier. Das ist ja nur noch nervig. Ja, und komm, machen wir das mal. Hau rein. Wir haben nämlich kein Leben mehr. Ja, haben hier noch ein bisschen Leben? Nö. Kein Leben.
Hier ist auch nichts. Jo, wir werden elendig sterben. Ja, Unternehmen rum. Yay! Schade, ich hätte wir uns am Vieh vorbeimuffeln, aber leider war das nicht möglich. Warum kriege ich jetzt überall nur Munition? Ich will nicht Munition, ich will Leben.